Hallo Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Da kommt schon ein Voltoball an. Im letzten Part hatten wir mit ein paar kleinen Abstürzen zu kämpfen gehabt. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, das Spiel weiter zu genießen und das Blitzfeld weiter zu erkunden. Und ich hatte es ja schon ein bisschen angekündigt, dass ich in diesem Part wieder ein Thema haben möchte, über was ich reden kann. Nicht nur die ganze Zeit über das Spiel reden. Oh ja, wir greifen jetzt den Gegner an. Ja, wir haben ihn besiegt. Blablabla. Das finde ich irgendwie auf Dauer ein bisschen langweilig. Deswegen hatte ich mir als Thema tatsächlich überlegt Musik, weil wir das auch in dem Spiel schon so oft hatten. Und so mag. Natürlich tritt Erik nochmal drauf. Ich hätte cleverer irgendwie lang gehen sollen. Als Thema hatte ich mir Musik ausgesucht. Was haben wir eigentlich noch übrig? Einen großen Apfel haben wir noch. Und ich weiß gar nicht, wie wir die Items wieder kleben können. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Na egal. Als Thema hatte ich mir... ich komme nicht zum Reden. So, wie gehe ich jetzt am cleversten? So. Hier ist ein Apfel. Zumindest noch etwas. Oh, es könnte über Eck gehen. Sehr schön. Also Thema Musik, vor allen Dingen, weil ich auch in diesem Spiel immer schon die Musik so hoch gelobt habe und da mal ein bisschen drüber reden wollte, auch mal euch fragen wollte, was ihr so für Musik hört, weil ich ja eh jemand bin, der eigentlich so ziemlich alles hört. Ob das Klassik ist, ob das Techno ist, ob das Swing ist, ob das irgendwas Pop ist oder so. Ich bin da eigentlich recht breit gefächert. So. Alter. Ich möchte bitte das Ampharos angreifen. Und du machst das noch Tuska fertig. Ich glaube so, meine Lieblingsmusikrichtung ist, glaube ich, also entweder so Swing-Jazz-mäßiges, das höre ich echt gerne. Oder sowas Rock-mäßiges oder Country-Musik mache ich auch sehr, also. Oder halt auch Elektro oder sowas, was halt zum Beispiel die Circle of Alchemist machen. Oder halt schon Richtung Techno, House, Elektro, sowas. Die höre ich eigentlich auch echt gerne. Und, ich glaube, Musik ist so ziemlich auch einer der wichtigsten Faktoren in meinem Leben. Ich höre so gerne Musik, auch so viel Musik. Ob das zum Beispiel auch nur Gaming-Soundtracks ist, wie zum Beispiel hier, ich bei Pokémon Mystery Dungeon die Musik so hochlobe oder ich glaube, meine insgesamt meine Playlist für Videospielmusik geht, glaube ich, über 3 Tage. Ist echt schon krass, zumindest zeigt es mir Fuba so an. Mein Musik-Playlist-Programm. Geht das, wenn ich da lang gehe? Ah, es geht. Die Fallen gehen mir überhaupt nicht auf den Keks. Das zeigt mir, glaube ich, an, dass die Playlist 3 Tage lang ist. Und auch zum Beispiel sowas wie Anime-Intros und so weiter höre ich auch gerne, egal ob das Japanisch ist oder Deutsch oder Englisch oder bla bla bla. Und da, also Musik ist wirklich echt ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Ich glaube, das ist auch so. Man kann sich damit immer ablenken von Themen, je nachdem, in welcher Stimmung man ist, kann man die Musik hören und so weiter. Zum Beispiel sowas wie Schlager oder solche. Übelsten Oldschool-Lieder höre ich auch manchmal echt gerne, wenn ich in der richtigen Stimmung dazu bin. Flöpp. Was ich zum Beispiel nicht so mag, ist, glaube ich, so richtig harte Musik, wie zum Beispiel so Heavy Metal oder sowas. Was sind zum Beispiel der gute Rumpel gerne hört. Ah, puh. Wie oft wir schon auf so eine dämliche Explosionsfalle getreten sind, ey. Das gibt's gar nicht. Also so wirklich... Heavy-Metal-Zeugs höre ich echt nicht so gerne. Normal geht schon, aber... Okay, ich kann keinen Attacker mehr einsetzen. Dann trinken wir mal Top-Elixier. Und setzen... Ach komm, dann nehmen wir Glut. So, Flame. Auch wenn es nicht mehr so viel Schaden macht wie Schaufel, aber Schaufel hebe ich mir da lieber auf. Für den Endboss. Und das war super. Alter. Ach ja. Ich sag nichts dazu. So, aber die Pokémon sind echt stark hier, ey. Das ist nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne hört. Wovon ich auch noch nicht so der Fan bin, ist, glaube ich, so deutschmäßige Musik. Höre ich auch gerne, aber halt nicht so extrem zum Beispiel. Der gute Lukas, wie ich das weiß, der gute Mundtot. In den Kommentaren mit Ärzten und so weiter. Bin ich nicht so... der Fan. Hat das ein Belebersamen dabei gehabt oder was? Aber sonst höre ich eigentlich alles Mögliche. Samen. Hm. Es hatte wirklich ein Belebersamen dabei.
Ich bin gespannt, ob ich diesmal ein Part komplett in einem Stück aufnehmen kann. Bis jetzt scheint es mir noch so. Oh, ist mir die Falle drüber gelaufen. Ich glaube, es gibt auch so einen Trick, womit man Fallen entdecken kann. Dass man einfach immer die ganze Zeit A drückt und dann taucht halt die Falle vor einem auf und man tritt aber nicht drauf. Ah, ach, Elikid wird auch mitkommen, sehr schön. Komm einfach mit. Ich glaube, wir haben gar keinen Belebersamen mehr, soweit ich weiß. Nein, haben wir nicht. Also, ich stelle euch schon mal darauf ein, dass wir verkacken werden. Also, wir schaffen es doch irgendwie, die restlichen paar Ebenen irgendwie zu überleben. Eigentlich wollte ich nach unten gehen, weil ich glaube, da war noch ein Pokémon. So, naja, egal. Erstmal das Magneton besiegen. So. Na, da wollte ich nicht lang. Ich wollte nach links gehen, bitte. Alter, die fallen gehen überhaupt nicht auf Keks. Alter, lass schon noch nicht rein. Mann. Das Spiel mobbt mich. Mobbing. Naja. Wir werden es schon schaffen. Ich glaube an uns. Irgendwie tief in meinem Herzen. Habe ich gerade gesagt, es gibt doch keine Anzeichen dafür, dass es anfängt zu ruckeln. Ja, das war's dann damit. Okay. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich will aber echt gerne noch die Gegner besiegen, weil so will ich es den Spieler nicht zurücklassen. Ich weiß nicht, ob das sich vielleicht noch hängt von dem. Mein Aufnahmeprogramm zeigt an 0 verworfene Frames, 60 FPS. Ja, los. Wir haben 7 Minuten geschafft. So, Flame. Ruckel die Zuckel. Boah, das ist richtig schlimm. Okay, jetzt zeigst du wieder hohe CPU-Auslastung an. Wir sehen uns sofort wieder, Leute. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder zurück. Und, es geht dann schon irgendwie ein bisschen auf den Keks. Mal sehen, wie weit wir kommen bis zum nächsten Absturz. Und ich denke mal, dann werde ich auch die Folge beenden, weil ich dann nicht nochmal Lust habe, nochmal neu anzufangen. Ja, doppelte Verneinung. Ah nein, wenn es dann das nächste Mal, selbst wenn der Part dann nur 12 Minuten lang ist. Ich habe dann nicht nochmal Lust, es nochmal neu zu starten irgendwie. Mal sehen, wie lange es diesmal durchhält. Ich rechne ja mit mehr als 5 Minuten. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Ab damit in die Kommentare. Ist so ein kleines Trauerspiel, habe ich das Gefühl. So, Flammenwurf. Flame. Oh. Danke, Elikid. Keine Treppe. Vielleicht schaffen wir es noch bis zum Endboss. Ich bin mir nicht sicher. So, E23. Vielleicht haben wir es bis zum Endboss. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, sehr schön. So, hier, stirb. Und stirb. Ich mache jetzt keine Sprenzeln mehr. Wir gehen jetzt einfach straight nach unten. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es noch. Vielleicht auch nicht. So viele Ebenen sind es nicht mehr. Und wir haben noch 13 Minuten Zeit, zumindest theoretisch im Part. Wie viel es nun in echt dann werden, ist die andere Frage. So. Tot, tot, tot. Hier ist eine Treppe. Sehr schön. Einfach weiter. Wir ignorieren jeglichen Gegner. Gegen den wir nicht kämpfen müssen. Oh, Sandsturm. Natürlich ein Sandsturm. Auf der Blitzebene. Was denn auch sonst? Ich kann es überkreuzen. Ja, Flame. Und nochmal Flame. Der Sandsturm ist... Ja. Schön ist, glaube ich, er kriegt gar keinen Schaden. Weil es, glaube ich, von Typ Boden noch mit ist. Naja. Erstmal Zugabe einsetzen. Es ist so nervig. Jetzt bin ich auch noch verwirrt. Und bestimmt wird gleich noch einer verwirrt. Ja, natürlich. Was denn noch sonst? Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Komm, ist mir gerade auch egal. Dreh dich unten wie so ein Drehwurm. Plussel ist mir auch.
Meine Lebensanzeige sieht auch schon wieder wunderschön aus. Und nochmal. So, zack. Super. Sterbt doch alle da hinten. Das ist mir gerade schmutzpiep egal. Ich will einfach nur nach unten irgendwie den Dungeon überstehen. Auch wenn ich daran zweifle. Wir haben nicht mal mehr einen Belebersamen. Also ich darf auf keinen Fall sterben. Alle anderen können sterben, außer ich. Ich werde siegen. Flame. So, geht doch. Mit Teamwork geht alles. Aber ich muss überleben. Alle anderen können sterben. Das ist der Grundgedanke von Teamwork. Ja. Es gibt nichts mehr, was verklebt werden kann. Oh, was liegt noch da? Reflektor, ja. Yay, sehr nützlich. Oh, wir schaffen es auch bis zum Endgegner. Ich bin begeistert von uns. Da liegt ein. Donner. Donner, Dings, Bums. Keine Ahnung. Donnerstein. Wieso sage ich Donner, Dings, Bums, obwohl ich genau weiß, wie es heißt. Ich habe keine Sinnelbeere mehr. Ob ich lieber zu Erik wechseln soll? Team Erik. Machen wir mal Erik zum Anführer. Nutze Sicherheit. Oh, ein Raichu. Aua, aua, tut mir weh. Wieso läuft. Komm her, Franzi. Noch ein Donnerstein. Ich glaube, einer reicht erstmal. Ich glaube, wir haben sowieso. Haben wir irgendein Pokémon, was ich mit Donnerstein entwickeln kann? Ich weiß, kommt gar nicht mehr. Ja, super. Bombe. Komm, jetzt will ich aber den Partner nicht abbrechen. Das sind gerade mal 11 Minuten. Und es tritt nochmal drauf. Und es explodiert nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ich möchte zumindest den Endgegner noch besiegen in diesem Part. Oh, das heißt, ich muss jetzt nochmal neu starten. Ja. Ich liebe es einfach. So, da sind wir auch schon wieder zurück und begeben es jetzt schnell zur Treppe. Zur Treppe, zur Treppe. Hey, Zugabe. Hey, Zugabe. Hey, Zugabe. 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 Aua. So viel zu, wir begeben uns jetzt schnell zur Treppe. So, das mache ich jetzt übelst viel Schaden. Meine Voltenso. Ich glaube, ich soll mit zwei Pokémon angreifen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Wo ist die Treppe? Zeig mir jetzt auch, die sitzt in der Mitte. Oh! Eisstrahl. Oh, das nicht viel bringt, aber trotzdem. So, zack. Ich glaube, Schaufler soll ich erstmal. Wo ist Schaufler? Die Schaufler. Obwohl. Ist auch egal, wir sind eh gleich bei der Treppe. So, hier ist die Treppe. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Warum? Warum werde ich gestört? Dies ist das Blitzfeld. Es ist meine Domäne. Ich bin Raikou. Ich reite auf Blitzen. Mein Körper ist Gewitterwolken gleich. Und es regnet. Mein Schrei halt wie der Donner. Viele haben versucht, meine Domäne zu durchschreiten. Doch was wurde aus ihnen? Ich werde es demonstrieren. Ich gebe den Schmerz weiter, den sie erleben allein mussten. Mach das, mach das. Jetzt wieder. Ah, jetzt hat der Regen aufgehört. Ja. Okay, das mache ich weg. Das mache ich weg. Und Eisstrahl. Auch wenn das nicht wirklich viel Schaden macht. Okay, das war's. Ich weine. Ich weine. Tränen. Ich liebe es. Bayern. Aber ein, was mache ich jetzt noch in dem Part? Ein, was mache ich jetzt noch? Das darf ich mir bitte gönnen. Ah ja, viel lieber. Oh, hoffentlich kriege ich das noch irgendwie hin. Nicht, dass hier rum wieder anfängt, irgendeinen Scheiß zu machen.
Aber das will ich jetzt bitte noch gönnen. Als Abschied für diesen traurigen Part. So, lagern und lagern. So, wir lesen nochmal schnell die Pokémon-Zeitung. Ich lese das jetzt. Egal. Von wieso steht da hohe CPU-Auslastung? Ist wirklich hohe CPU-Auslastung. Aber warum? Warum? Oh no, ich weiß gar nicht, ob es geht, wenn ich auch noch mal kurz stoppe und dann nochmal anfange. Wie sieht's jetzt aus? Keine Ahnung. So Leute, bin ich wieder zurück und wir begeben uns jetzt schnell mal zu der Stelle, die ich machen wollte, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich will mich einfach bitte nur entwickeln. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen will. Eine Stimme ertönt, ja, ja. Ich möchte mich bitte entwickeln, nein, ich brauche kein Item. Erik verändert sich. Erik sieht ganz anders aus. Morabi entwickelt sich zu Zampax. Yay. Yeah, wir sind Zampax. Noch ein Erfolg in der Folge. Das war ein schöner Abschluss. Wir lesen jetzt nochmal die Pokémon-Zeitung. Hoffentlich klappt das. Ohne irgendwelche Ruckler. Wo waren wir denn? Der Meister Dungeon fordert dich heraus. Irgendwo auf dieser Welt soll es einen extrem schwierigen Dungeon geben. Man betritt ihn alleine, ohne Items und auf Level 1. Das habe ich auch schon erzählt. Noch niemand hat diesen Dungeon je gemeistert. Er prüft nämlich nicht deine Macht, sondern deinen Verstand. Ah, neue Maschinen. Neue Maschinentyp entdeckt. In einer kürzlich entdeckten Höhle wurden neue Typ technischer Maschinen entdeckt. Offenbar zerbrechen sie nicht nach einer Anwendung. Eigentlich sollte dieses Phänomen weiter untersucht werden. Die Höhle, die Solarhöhle. Ja, da waren wir auch schon drinne. Und VM sind ja die weiterentwickelten technischen VMs oder TMs genannt. Und das war's jetzt auch, hoffentlich. Für diesen Part. Tut mir leid, dass er nicht so lang war. Tut mir leid wegen den ganzen Abstürzen. Ich werde mal gucken, woran das liegt. Ich habe persönlich keine Ahnung. Doch, ich muss ja in OBS liegen. An irgendwas anderem kann es ja nicht liegen. Und ich habe wirklich nichts offen, außer die Programme, die ich brauche. Und an denen kann es auch nicht liegen, weil früher hat es ja auch immer geklappt. Aber das war es erstmal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao.